Amazon-Gründer Jeff Bezos ist nach einem kurzen Flug ins All sicher zur Erde zurückgekehrt. Sein Raumschiff landete am Dienstag nach wenigen Minuten wieder auf seiner Basis in der Wüste im Westen Texas. Bezos, der einen blauen Raumfahrtanzug und einen Cowboyhut trug, und seine drei Mitreisenden hatten bei ihrem Flug eine Höhe von etwas mehr als 100 Kilometern erreicht. Tesla-Chef Elon Musk hatte dem 57-jährigen Bezos vor seinem Flug über den Kurznachrichtendienst Twitter viel Glück gewünscht. Bezos' Raumfahrtunternehmen Blue Origin will noch im September oder Oktober zu einem weiteren Passagierflug ins Weltall starten. Erst vor 9 Tagen war der britische Milliardär Richard Branson mit seinem Shuttle ins All geflogen. Bezos, Branson und Musk wetteifern um den Einstieg ins Geschäft mit Weltraumtouristen. Am 20. Juli 1969 hatten die US-Amerikaner Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen den Mond betreten.